immer Porno. Kommt doch notgedrungen die Frage auf, kann es zu viel sein, was ich da so schaue, zu oft? Oder bin ich vielleicht sexabhängig, sexsüchtig oder pornosüchtig? Es ist eine Unterscheidung zu machen jedenfalls. Also Sexsüchtige mag sein, dass sie viel Porno gucken, aber die haben vor allem auch Sex öfter. Es geht denen ums Ficken. Ich möchte mich heute konzentrieren auf das, wie viel Porno schaut jemand und ist es schädlich, kann es schädlich sein? Ja, kann es. Das mit dem Porno-Schauen an sich, das soll ja eigentlich eine Belohnung sein. Man masturbiert, man kommt. Aber irgendwie nimmt das Hirn das nicht so richtig hin. Es passiert, dass manchmal kein Sättigungseffekt eintritt. Das hat jetzt mit den Neurotransmittern, Hormonen, verschiedene Dinge zu tun, Dopamin und sowas. Das Hirn sagt immer, das war es nicht, ich will nochmal. Und da kann tatsächlich mal ein Kreislauf entstehen, dass ein Mann sich immer wieder hinsetzt und immer wieder versucht, da die Befriedigung zu finden und die nicht findet. Und das kann zu viel werden. Und zwar so, was ist zu viel? Wir sagen immer, die Sexologen, die Sexualtherapeuten, dann, wenn andere Dinge beginnen, drunter zu leiden, er selbst oder seine sozialen Beziehungen, die Ehefrau, die Freundin, dann ist es zu viel. Also, es gibt sowas, Pornosucht. Kann man was dagegen tun? Ja, man kann was dagegen tun. Und zwar, wenn du jetzt glaubst, als Mann, du bist pornosüchtig, dann könnte es sein, dass du einen Sexualtherapeuten aufsuchen solltest, weil die wissen dann, was zu tun. Die Frage ist aber, woran merkst du das wirklich selber? Ja, es sind ähnliche Symptome wie vielleicht eine Depression, also du bist nicht mehr richtig froh, du fühlst dich unzufrieden, bist schlecht gelaunt einfach, weil irgendwas ist jetzt nicht mehr im Lot. Reizbar, vielleicht Ablehnung von bestimmten Einladungen und so weiter. Du merkst plötzlich, das Leben macht dir nicht so einen Spaß wie vorher. Das sind einige Symptome. Immer zieht dieser Bildschirm dich ran, wo du gerne wichsen möchtest. So, und ein ganz kleiner, eine ganz kleine Sache zu Hause, was man erst machen kann, und dann merkt man erst, wie groß das Problem ist, ob man eins überhaupt hat. Nämlich, klebt dir ein Post-it in die Ecke, wo drauf steht, wirklich? Fragezeichen. Und überlegst dir jedes Mal ganz genau, ist das ein schönes Wichsen jetzt oder ist es ein dranghaftes, wo du es gar nicht lassen könntest und wichtige Dinge liegen lässt. Diese Entscheidung, die wird wichtig. Dann weißt du schon, wann du zum Sexualtherapeuten oder Therapeutin gehen solltest.